Ja, hallo und herzlich willkommen beim eCannonball 2024 in Ever Ever Elbflorenz. Ich schleiche mich hier jetzt mal gerade durchs Foyer des Mighty Twice Hotel und melde mich dann an, damit ich auch am nächsten Tag mitfahren kann. Was alles so passiert, das schaut gerne in diesem Video und vergesst bitte nicht, abonnieren und Daumen hoch. Vielen Dank. Ja, wir sind jetzt hier auf dem, oder im Parc Fermé und müssen Aufkleber aufs Auto machen, wie viele andere auch, damit er dann nachher so aussieht. Tür daheim, Steuerberater. Zack. We'll be right back.
Genau wie Tübingen mit V, ne? TÜV. Wie spricht man das richtig aus? Xpeng? Einfach Xpeng, genau. Ganz. Was sagt der Chinese? Also, ich sag mal, das Auto oder die Marke wurde ja benannt nach dem Gründer. Xiaopeng. Xiaopeng. Xiaopeng heißt er, deswegen, ich vermute, dass sie es so aussprechen, aber genau kann ich es ja auch nicht sagen. Xiaopeng, na siehst du. Ja. Nee, aber genau, das ist jetzt die Performance-Variante. Es gibt ja auch noch eine Long-Range-Variante. Wäre vielleicht schlauer gewesen tatsächlich für das Event, aber ja, tut es jetzt auch. Ja, aber egal, oder? Was hat der für eine Reichweite? 300? Nee, über 400. Also ich ist das schon angeberei? Ja, würde ich jetzt so nicht sagen, nein, aber ich glaube so 480 oder so, jetzt realistisch. Würde ich jetzt mal so sagen. Ja. Wo ist der abgeriegelt? Höchstgeschwindigkeit? Ja. Oder? Habe ich nicht ausprobiert. Okay. Kann ich nicht sagen, müsste ich nachlesen. 551 PS meine ich. Okay, dann musst du eigentlich was gehen, ne? Ja, also ja, gestern bei dem Wetter, da konnte man nicht so richtig probieren. Ich bin tatsächlich will ich auch eher. Ja? Ich bin gestern auch hier hingefahren. Ja? Nee, also von wo ist die Frage? Münsterland. Okay, wir kommen aus Schleswig-Holstein. Kiel, ne? Von oben. Ja, genau. Erst ging es, aber nachher wurde es dann schon echt. Ihr seid auch der Händler? Ja, richtig. Also wir sind Händler für Mercedes. Mercedes als Hauptmarke, dann Smart, jetzt ganz neu Xpeng und auch MG. Und Maxus auch. Ja. Cool. Genau. Deswegen, ich bin eher so bei uns im Geschäft eher so Mercedes, für Mercedes verantwortlich, deswegen ist das auch total neu. Verstehe ich. Aber ich weiß nicht, wenn du mal reingucken willst. Ja, ist echt. Darf ich Kamera auch mal reinhalten? Ja, klar. Also von der Anmutung her ist schon echt was Tolles. Also qualitativ. Ja, die können das wohl, ne? Ja, muss man wirklich sagen. Auch, ich sag mal, es ist wirklich alles beledert. Fühlt sich einfach toll an. Was kostet so eine Kiste, hätte ich bald gefragt. Warte. So. 70. Ja. Und den für 63. Genau, dann als Vorführwagen, ne, mit den 10.000 gelaufen. Da kriege ich 4 Stück für einen von denen. Das ist ja Wahnsinn, oder? Ah, echt? Wahnsinn. Okay. Ja, ich bin überhaupt, also mit BMW kenne ich gar nicht aus. Aber ja, klar, das ist der Sendler. Er ist der i7. Wahnsinn. Und dann der M. Ja, okay. Ganz schlimm. Dann top of the top. Das ist übrigens das Auto hier von Chris, Car Maniac, einer der bedeutendsten Elektromobilitätskanäle im deutschsprachigen Raum. Versteckt sich gerade hinter der Kamera, winkt ihm doch mal alle zu. Nee, Klappe. Ja, so schön kann Elektromobilität aussehen. Ne? Ja, und Chris ist auch da. Nein, er ist auch da. Gut, ich glaube, wir sind soweit am Platz hier, oder? Schreibt doch mal alle hier, ob jemand da ist. Ja! Ja! Das machen wir nochmal. Sagt ihr alle da? Ja! Ja, okay. Okay. Mein Part zu zeigen natürlich. Ja, genau. Mein Part zu den Antworten. Genau. Die unangenehmen Zeilen kommen von den Marsch. Und die Begrüßung. Ich hab nicht alles verstanden. Warum? Ich schaue jetzt vor das Auto. Ja, jetzt ist es besser. Mit. Macht mal alle eure Handys aus. Ihr müsst gehen, weil der Sender da hinten ist. Genau. Alles klar, jetzt geht es damit besser. Gehen noch mal weiter hier rüber. Hier, ja. Alles klar. Könnt ihr mich auch sehen. Herzlich willkommen zum E-Camp 2004. Geht das jetzt besser? Ja, klar. Hallo, hallo. Jetzt geht's besser. Also nochmal. Herzlich willkommen zum E-Campbell 2024. Der beste ever!
Nochmal. Genau. So viele Teilnehmer hatten wir noch nie. Der E-Cannonball wächst seit Jahren, es wird immer mehr. Und ich freue mich, hier so viele Gesichter zu sehen. Auch viele bekannte Gesichter, tatsächlich aber auch viele, viele neue. Das ist der Spirit des E-Cannonball. Es wird immer wieder neue Gesichter dabei haben, immer wieder neue Autos, neue Typen, neue Hersteller als Sponsoren. Also ist auf jeden Fall vielfältig und bunt. Das ist uns wichtig. Ja, ihr wisst ja alle über die Amtsstube, was ihr zu tun habt. Ich hoffe, ihr lest ihr alle. Wer nicht in der Amtsstube ist, der kommt gleich mal danach zu mir, weil hier werden wir in der Amtsstube immer für euch das bekannt geben, was für euch wichtig ist. Heute haben wir den Park Fermé. Es wird, wie ihr seht, heller. Ich habe extra den Schirm weggelegt. Das hört dann also auch gleich auf zu regnen. Und wir bleiben jetzt ungefähr bis 14 Uhr, 14.30 Uhr. Seid mal alle 14 Uhr am Auto und macht euch bereit zur Abfahrt zum Altmarkt in die Altstadt. Auf den Herbstmarkt. Da werden Marshals von uns stehen, euch einweisen. Dann wollen wir mal ein bisschen eben zeigen, was wir alles mit der Elektromobilität. Und ich denke, jetzt, bevor ich Olli die Stimme gebe, jetzt gleich nach dem Briefing geht ihr erstmal alles schön essen hier vorne. Wir haben für euch Lunch vorbereitet. Aber Olli, was hast du denn noch vor? Ich habe nur die Zeit und noch Daten heute. Soll ich anfangen? Cool. Also, Parc Fermé ist hiermit eröffnet, 12 Uhr. Parc Fermé heißt im Motorsport, dass jetzt alles fertig sein muss und nichts mehr an den Fahrzeugen verändert werden kann. Das ist ein offizieller Lesen. Schade Schokolade. Wir haben für euch ein tolles Lunch vorbereitet, was hier hinter euch in dem Raum, da könnt ihr direkt reingehen, ist auf dem Schild, zwischen 12 und 14.30 Uhr für euch bereitsteht, ist ein Buffet, könnt ihr euch verpflegen. Vom Zeitplan her machen wir, Uwe und ich, unseren ersten Livestream hier heute um 13.30 Uhr. Da möchten wir bitten, dass ihr auch an den Autos seid, weil wir dann mit einer Kamera live rumkommen. Das wird auf dem E-Cannonball-Kanal live gestreamt und euch sicherlich die eine oder andere Frage zu den Autos stellen. Dass ihr dann auch da seid, damit jemand diese Frage beantworten kann. Wir haben ja tolle Autos, wir haben neue Hersteller da, wir haben einen Bus da, der 16 Sitzplätze und ich glaube 21 Mann gehen da insgesamt rein mit Stehplatz oder so, habe ich gelesen. Umbauten. Also wir haben wirklich ein tolles Teilnehmerfeld, was wir unseren Zuschauern zeigen wollen. 13.30 Uhr machen wir den Stream, da seid ihr bitte bei den Autos. Dauert eine halbe Stunde. Dann fahren wir zum Altmarkt. So circa 14.15 Uhr bis 14.30 Uhr. Die Abfahrt zum Altmarkt erfolgt individuell. Bitte keine Kolonne, keine Rudelbildung, wir fahren nicht zusammen, sondern jeder fährt für sich. Beim Altmarkt angekommen gibt es Marshals, die euch einweisen. Da gibt es ein paar wichtige Dinge zu beachten. Erstens, ihr müsst, wenn ihr dort fahrt, die Warnblinkanlage eingeschaltet haben. Das ist Bestandteil der Genehmigung, wenn ihr euch dort bewegt, zwischen den Ständen durch. Und zweitens weisen die Marshals euch ein. Die haben einen Plan, wo die Autos stehen dürfen, weil wir die Rettungswege frei halten müssen. Dem müsst ihr bitte Folge leisten. Dann habt ihr auf dem Altmarkt auch eine Aufgabe, denn die erste Challenge, die ihr machen müsst, die findet ihr auf dem Altmarkt. Das wird die erste Aufgabe sein. Welche ist denn das? Ja, die muss auch finden. Also, zusammen mit unserem Hauptsponsor Ionity haben wir für euch die erste Challenge auf dem Altmarkt vorbereitet. Die müssen wir finden und da gibt es die ersten Punkte zu verdienen. Dann haben wir auf dem Altmarkt auch die Bühne geändert. Wir haben zwischen 15.30 Uhr und 16.30 Uhr ein Bühnenprogramm mit verschiedenen Teams, die ich auch dann dafür hochholen werde. Sagt dann an. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr auf der Bühne kurz euer Team, euer Fahrzeug vorstellt. Ich habe mir so ein paar hier ausgesucht und natürlich ist Uwe mit auf der Bühne und der Kontrahent, die beiden Kontrahenten, die schon kneifen hier von Angst vor dir. Gut, ja, mein Partner ist noch unterwegs, der Alexander Block, der kommt ein paar Minuten später, weil der hat einen über die Tang und der lebt so langsam. Ja. Und er ist jetzt in Dresden angekommen, fährt jetzt erstmal so zum Aral Puls, das ist da hinten und geht die Karre voll, damit wir auch mit dem vollen Akku oder halbvollen Akku mindestens losfahren können. Da hast du schon einen Puls, Paral Puls. Gut. Auf dem Altmarkt sind wir bis ca. 18 Uhr maximal, fahren wieder individuell hierher, stellen die Fahrzeuge wieder hier auf den Parc Fermé. Dann gibt es um 19 Uhr eine Fahrerbesprechung in dem Ballsaal, wo ihr auch Mittag esst. Und die ist ganz wichtig, da bitte ich von jedem Team mindestens eine Person um Anwesenheit, weil wir dort die Dinge ansagen, die auch mit den behördlichen Genehmigungen zu tun haben. Da gibt es einiges, was ihr wissen müsst. Und danach ist Partytime, hätte ich fast gesagt, so wie ihr wollt.
ja, haben natürlich auch da wieder was zu essen für euch und vielleicht noch ein Bierchen. Und dann kann ich nur jedem empfehlen, rechtzeitig ins Bett zu gehen, denn morgen früh 6 Uhr versammeln wir uns alle, genau. Und spätestens 6.30 Uhr ist Start. Und es ist eigentlich so üblich, dass beim Start alle Teams den anderen Teams auch zujubeln. Also es wäre unfair, auch wenn ihr eine späte Startnummer habt, wenn ihr erst sagt, okay, ich schlafe für 7, was so los ist. Also es ist schon fair, wenn alle da sind. Das ist eigentlich das Spirit des Weekend-Ball. Das war bisher immer so. Also 6.30 Uhr, alle da sein, auch vorbereitet sein. Es geht dann Schlag auf Schlag, in Minutentakt, raus auf die Strecke. Wir haben euch hier so geparkt, dass ihr in der Reihenfolge der Nummern auch ausparken könnt, um euch dann hier entlang an diesem roten Turbo zum Start einzufinden. Also eigentlich kann es da kein Gerusel geben, wenn die 1 zuerst losfährt, dann die 2 daneben. Das hat Heino so organisiert und Heino ist der Headmarshal, der ist dann bei euch und passt auf, dass alles funktioniert. Gut, sind wir durch für heute. Wünschen wir guten Appetit. Wir sehen uns um 13.30 Uhr hier auf dem Platz und später auf dem Altmarkt. Genau, vorne ist dazu nochmal ein Barcode aufgestellt, glaube ich, hast du schon gesagt, wie ihr zum Altmarkt kommt. Genau. Das könnt ihr vorne direkt in der Annahme, wo ihr wünscht, eure Unterlagen geholt habt, könnt ihr die scannen. Dann habt ihr das auf eurem Handy als Weg. Dieser Weg ist uns auch vorgegeben worden von den Behörden wegen der Rolandbrücke. Wir hatten ja hier einen Brückentag vor ein paar Tagen. Genau. Über 7 Brücken musst du gehen. Jetzt müssen wir mal singen. Tut mir leid, das ist nicht meine Generation, aber 7. Genau. Ihr seid die Helden. Gibt doch. Okay, wünsche euch guten Appetit, viel Spaß. Und ja, wir sehen uns jetzt, wir sind noch die ganzen Tage, also heute und morgen, dann auch auf der Altbahn in der Arena E. Haben jetzt richtig gut, könnt ihr euch schon mal freuen. Und heute Abend, ganz wichtig, wie ich schon sagte, beim Fahrradbriefing ist eigentlich so das wichtigste Briefing, was wir haben, weil wir da noch viele Informationen für euch haben, die ihr noch gar nicht wisst. Guten Appetit. Dankeschön. Guten Appetit. Hm? Was? Ich meine Veranstaltung von Heim. Zumindest sind sie schon mal da, zumindest der eine. Also ich weiß besseres. Thank you.
Erzähl nochmal, warum hast du überhaupt sowas rausgebracht? Was soll denn Scheiß? Da war Spaß drauf, aber nicht. Ja, aber ich muss das fast nicht. Ich finde ihn auch echt gut gelungen, hat keine Heckscheibe für euch da draußen. Ja, kommt damit zurecht? Es ist eine Umgewöhnungszeit, also gerade auch für Leitzig-Brillenträger. Er ist gestern, glaube ich, eine Dreiviertelstunde lang gekauft. Ja, genau, müssen wir eine Viertelstunde aus dem Grunde genommen ein bisschen probieren und dem Grunde genommen eine Sache für sich dran zu gewöhnen. Aber wenn es dann irgendwie fokussiert wird, dann passt das und ist auf jeden Fall den Blickwinkel hinten einfach breiter. Also, du siehst wirklich über zwei Spuren. Insofern denke ich mal, hast du auf jeden Fall mehr Einsicht. Ja, interessanter Gedanke für euch da draußen, wenn ihr so ein Auto fahren wollt oder schon einen habt. Der ist ziemlich frisch, wir haben noch nicht viele. Ne? Dann schreibt mir doch mal bitte unten in die Kommentare, wie ihr damit zurechtkommt, dass keine Heckklappe da ist. Ich muss leider weiter. Wir sehen uns später. Bis dann. Hier nochmal wieder ein NIO. Das ist jetzt mein ET7. Das ist jetzt mein ET7. Fenster ruhig runter. Ich kriege aber exakt nichts durch die Bäume. Ja. Aber halt mal drauf, man hört ja schon das Geräusch. Vielleicht sehen wir gleich ein bisschen mehr. Ja. Ja, es ist ja schon was. Liegen, hängen. Ja, anderes Spotter. Aber typisch deutsch, erstmal ein Umleitungsschild aufgestellt. Ja, da sind wir Weltmeister. Aber auch viele Schaulustige, ne? Natürlich, ist ja ein Ding. Aber so werden wir davon auch gar nicht klein, oder? Was? Das erste Stück haben wir zu mir weggehauen, aber das ist auch gar nicht im Wasser. Nummer drauf Carola-Brücke und dann bist du da unten so runtergefahren. Ist das ja die Frauenbrücke? Ja, ja. Ja, das ist ja alles nicht bei dir. Doch mal ein bisschen im Volk.
Köpping. Ja, hallo. Mann des Volkes. Die Lochis. Bitteschön. So, weiter. Kamaniac aus dem Internet, ich werd bekloppt. Verrückt. Vorsicht. So, jetzt doch bitte da hinten ran, hinter dem. Nee, ich soll hinterher herfahren. Achso, so hat der. Ja, ja. Okay, nicht immer alles hier. Oh, jetzt muss ich aufpassen. Ja. Verrückt. Thank you.
Merkst du doch. Wir machen die Begrenzung von euch, wenn wir was? Das ist das der Fire and Ice? Ich denke. Ja, ja. Das ist der Fire and Ice. Das ist nur einmal gebaut worden, oder? Weiß jetzt nicht genau, aber das ist ja. Direkt von der Vorstellung hier verschüttet worden. Warte, wenn der rote Ziernähte hat und blaue? Ist der Fire and Ice? Das ist der Fire and Ice Bruder. Der Bruder? Der Originale steht in Mühlen morgen. Ihr könnt euch in Mühlen angucken bei der Rallye. Das ist der Scheitelpunkt von der Rallye. Da steht der ausgestellte Originale. Der ist jetzt nur foliert, der hat richtig Lack. Noch das Pattern noch an der Seite und so. Der hat im Internet gesehen. Ah ja, klar. Ja, wir haben ja letzte Woche in Locarno hatten wir den ja Release gehabt. Ja, aber ihr baut den gar nicht, ne? Das ist erstmal ein Schoker so, und dann sind wir jetzt gerade dabei zu schauen, dass wir den auch als richtiges Sondermodell kriegen. Das 59. Wie heißt der aktuelle CEO von Ionity? Keine Ahnung. Was ist denn der größte Ladepark? Märklingen, glaube ich. Was kostet aktuell ein KW? Mein 49. Welche Sprachen bietet Ionity an Lautline an? Da unten wahrscheinlich das größte. Was kostet ein Lade mit 6 HCP-Stationen? 6. 100.000 kostet nochmal so ein Ding. Ja, mach mal 650. Wer ist der aktuelle CEO? Könnte ich nachgucken, aber mach mal. Markus Roll, scheiß aber drauf. Gut. Absenden. Ja. Was? Willst du die nachgucken? Was nachgucken? Die Antworten. Ich hab kein Handy bei. Ja, können wir ihn holen, wir haben 20 Minuten, 30 Minuten. Ach, schick weg. Du bist so ehrgeizig. Ergebnisse anzeigen, siehst du. Scheiße. Was haben wir? 3 Punkte? Ja, 2, 3 falsch. Wir haben 2 richtig, wir haben die Hälfte falsch. Aber dafür waren wir schnell. Das interessiert aber nicht. Aber mehr drin. Na, hat's euch bis gerade gefallen? Unser erster Tag beim eCannonball in Dresden. Ihr habt gerade gesehen, wir haben bei einem Gewinnspiel mitgemacht. Und wir möchten, dass ihr auch bei einem Gewinnspiel mitmacht. Deswegen haben wir uns ganz spontan was einfallen lassen, unterbrechen das Video an dieser Stelle wirklich nicht gerne, weil ihr merkt es auch, es kommt richtig rüber, ne? Es hat ein richtig gutes Gefühl, wie die gesamte Elektromobilität. Aber uns ist aufgefallen, irre viele Promis, oder? Habt ihr nicht den einen oder anderen auch schon entdeckt? Und ich meine jetzt gar nicht Uwe oder Oliver von 163 Grad, sondern, naja, wen ich auch immer gemeint habe. Schreibt es uns doch bitte in die Kommentare, welche Promis aus YouTube ihr hier in diesem Film entdeckt habt. Und es soll euer Schaden nicht sein. Für den, der am meisten entdeckt hat, gibt es ein Lego-Modell. Und zwar nicht dieses, vertan, sondern dieses. Aston Martin. Kann man, glaube ich, aktuell gar nicht mehr kaufen. Ist also ein ganz tolles Doppelmodell mit Rennauto und Straßenfahrzeug. Und für die Plätze 2 bis 4 haben wir dann nochmal den Lotus, den Lamborghini Countach,
Countach. Und natürlich ein Porsche. Alles keine Elektroautos, aber wunderschöne Lego-Modelle. So, also, was müsst ihr tun? Schreibt die ganzen Namen von den Promis, die ihr entdeckt habt, in unsere Kommentare. Diejenigen, die am meisten entdeckt haben, bekommen natürlich das Topmodell. Sollten mehrere die meisten entdeckt haben, wird aus diesen ausgelost und die nachfolgenden dann entsprechend gestaffelt. Schreibt in die Kommentare und wir sagen mal, das Ganze muss ein Enddatum haben. Wer bis zum 15. Oktober da eingetragen ist, nimmt an unserer Verlosung teil, die natürlich auch nach Anzahl der Antworten gewichtet wird. Aber jetzt weiter mit dem ersten Tag beim eCannonball auf dem Altmarkt. Und ach ja, wenn euch dieses Video gefallen hat, abonnieren, Daumen hoch. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr es sogar teilen, damit andere das auch noch sehen. Es würde uns sehr freuen. Dankeschön. Wenn die Wind of Change gesungen hätten, gäbe es nur noch Krieg. Oder Max, hier guck mal, wir sind jetzt so im Fernsehen. Ach so, ja. Und wie findest du den Elektro Cannonball, also E-Cannonball? Ja, war halt ganz gut, das war. Macht wohl Spaß, ne? Ja. Natürlich auch in der Seefahrt das Thema ist und ich liebe die Seefahrt, ich liebe ein Segeln. Und dann habe ich das so ein bisschen verbunden und habe gedacht, okay, das Ahoi ist mein neuer Spruch und habe es einfach mal probiert bei ein paar Videos und es ist plötzlich sofort auf Resonanz gestoßen. Die Leute haben gefragt, Matthias, wieso sagst du Ahoi? Ich habe gesagt, ja, ich habe einfach damit angefangen und jetzt ist mir das geblieben, Oliver. Ja, ja, das charakteristische Merkmal für dich und deinen Kanal. Alles gut. Danke, Oliver, danke. Prima, klasse. Und wenn wir jetzt hier sind, alle die Personen, die ihr jetzt auf der Bühne seht, wir haben noch ganz viele andere Content Creator und so weiter bei uns im Publikum. Ja. Alle die Personen spielen eine Rolle morgen bei der Elektroauto Rally. Ihr werdet sie sehen als Marshals, sie betreuen bestimmte Aufgaben, die ihr zu erledigen habt. Also alle spielen hier auf der Bühne eine Rolle, deshalb haben wir sie euch auch mal vorgestellt. Genau, ihr könnt das alles sehen auf dem Kanal eCannonball YouTube. Da könnt ihr dann sehen, was morgen abgeht. Es wird von 10 Uhr bis 17 Uhr gestreamt und wir haben diesmal eine unglaubliche Vielfalt an Content und vor allen Dingen eine sehr kurzweilige Moderation, unter anderem auch mit Martin Huber. Und wir können euch nur empfehlen, da mal reinzugucken, was Elektromobilität heute schon kann.
Und was ich unbedingt, das liegt mir schon seit ein paar Minuten auf der Zunge, wo sind die Kenballer? Ich kann euch nicht hören. Wo sind die Cannonballer? Herrlich, ich liebe das. Wunderbar. Ja, ich danke euch. Ich glaube, wollt ihr euch jetzt ins Marktgetümmel stürzen? Weil von hier wüsste ich schon, ich habe schon drei Stände gesehen, wo ich jetzt gerne hingehe. Ja, auf jeden Fall ein helles, oder? Also ich muss nicht mehr fahren heute. Ich würde auch eins nehmen, oder? Ihr zwei macht vier helle, oder? Alles gut. Dann bedanke ich mich bei euch. Und bedanke mich bei Herrn Praska. Wenn Sie wollen, wenn Sie möchten, können Sie hier noch bei mir bleiben. Ich würde jetzt ansonsten auf die Bühne bitten, den Christoph Strecker von Ionity. Dieser E-Cannonball ist nur möglich mit der tatkräftigen Unterstützung von Sponsoren. Sonst geht das nicht, weil das eine Riesenveranstaltung mittlerweile geworden ist. Und die kann ich nicht alle auf die Bühne holen. Deshalb hole ich stellvertretend unseren Hauptsponsor auf die Bühne. Christopher, Ionity, die Flagge neben uns. Und zunächst einmal aufgepasst an alle E-Cannonballer, denn wir haben noch eine Aufgabe für euch, ne? Genau, hallo von meiner Seite. Mein Name ist Christoph Strecker. Ich bin bei Ionity seit 7 Jahren verantwortlich für den Aufbau in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Für alle, die uns nicht kennen, wir sind ein Zusammenschluss der Automobilindustrie, verschiedene Autohersteller. Und unser Ziel ist es, eine schnellere Infrastruktur europaweit aufzubauen. Wir sind in 24 Ländern aktiv, haben gerade die 4000. Ladesäule aufgebaut. In Deutschland haben wir fast 1000 Ladesäulen und bauen weiter aus. Und ich muss auch sagen, weil ich das gerade gehört hatte, Dresden ist vielleicht sogar eine der Vorreiterstädte in Deutschland, was Infrastruktur angeht. Für alle, die zu Hause nicht laden können, öffentlich laden müssen, ist das hier ein Paradies. Und Ionity ist eben auf der Schnellladesäule unterwegs. Das sind wir, also wir heißen nicht Utinoi, sondern so. Ionity. Wir haben auch einen kleinen Stand hier vorne bei den Autos, wo ich auch nachher für Rückfragen habe. Und bezüglich der Challenge, sorry, jetzt komme ich eigentlich auf deine Frage.
Den müsst ihr einmal nett fragen, dann macht er das vielleicht schon. Wenn der Display dunkel bleibt. Einfach so ein bisschen drüber wischen. Naja, läuft. Jetzt müsste ich fahren können. Ja, ich habe aber gar keinen Drive drin. Warte jetzt. Was denn jetzt? Abgewürgt. Elektroauto abgewürgt. Ich bin der Einzige, der Elektroautos abgewürgt kann. Kein Problem. Alles gut. Boah. Kann ich einfach hier. Ja. Immer mal winken, ne? Ja, kein Startstor, die Leute gucken einfach nicht. Echt? Wink doch mal. Ja, rück. Hier, Kamaniak. Der fährt als letzter. Wahrscheinlich. Hallo. Hallo. So, gib mal hier ein zum Hotel. Letzte. Wenn ich viel besser von hier drauf fahren könnte. Hm? Ach ne, ich komm's nicht drauf. Oh, das. Guck mal da, Toyota. Gefällt dem Ronny aber nicht. Was? Das gefiel dem Ronny aber nicht. Welchem Ronny? Der warten musste, da war Auto. Generell gucken die hier alle. Nimm mal das Papier da runter. Ja. Wie viel irgendwas hinterm Sitz? Den kommen wir nicht weiter rein. Jetzt. Ja. Ich alle. Diese Carola-Brücke ist wieder gesprengt. Und die haben die Innenkurve gefahren, wir sind außen rum gefahren. Ja, das war deutlich schneller. Wir sind da oben rum gefahren. Deswegen haben wir auch so viel verloren. Ja, du gesagt. Ich fand es ganz ehrlich besser, als wenn wir dann so halb schräg auch noch einen Bordstein stellen müssen. Ja, nein, war super. Da haben wir gut gestanden. Auch viele nette Leute schon kennengelernt. Also macht schon Spaß. Also auch. Gut, ich bin da viel zu wenig drin in der Szene. Ich bin da viel zu wenig drin, offensichtlich. Ja, muss man ja auch nicht. Ich weiß sofort, über wen ich spreche. Ich denke, ich würde erstmal fragen, wer bist du überhaupt? Wen spricht ihr? Ich habe keine Ahnung. Mein Ding ist gar nicht verbunden, oder? 22 kW Lader und scharf machen. Für den Sieg für morgen. Was soll ich nochmal? Was? Was soll ich nochmal? We'll be right back.